Heute machen wir mal einen Test, den ihr nicht so erwartet habt. Denn ich zeige euch heute mal, wie aus dieser Silikonform diese Silikonform macht. Und aus dieser Silikonform, wie ihr diese Silikonform macht. Herzlich willkommen und hallo bei 4 Reifen, ein Klo. Silikonform. Die Silikonform bringt mich gerade echt wirklich mal wieder ein bisschen auf neue Ideen, euch einen Test zu zeigen. Denn gerade sind ganz viele Silikonformen nicht mehr in dieser Form, sag ich jetzt mal, sondern die sehen dann so aus. Ja, die sind dann lila und haben so ein Löchlein drin oder ganz extrem, dass sie so völlig auseinanderfallen. Aber ich habe noch mehr Dinger, die werden noch viel schlimmer sein. Und deswegen zeige ich euch heute mal, wie ihr sowas hinbekommt. Weil ich glaube, ich muss euch einfach mal zeigen, wie ihr sowas hinbekommt, damit ihr das nicht mehr so hinbekommt. Von daher versenke ich heute mal für euch ein paar Silikonformen. Die werde ich wirklich verbrennen und die Fehler machen, die die Leute machen, die solche Silikonformen hinbekommen. Das mache ich heute echt mal ganz bewusst und ich werde euch ganz bewusst während des Videos nicht sagen, was ich falsch mache, sondern ich werde einfach arbeiten, tun, machen und dann gucken wir uns die Silikonform an. Und danach werde ich euch sagen, was falsch gelaufen ist. Ich glaube, ich muss das mal anders rüberbringen, weil das nimmt nämlich gerade wieder überhand. Viele sind im Urlaub, viele kommen wieder und ja, dann kommt die Beschwerde wieder oder auch die Supportanfragen. Ich kriege auch ganz, ganz viele Anfragen, die mich einfach nur anschreiben, Bianca, was habe ich denn hier falsch gemacht? Und ich dann sage, dies, das und jenes. Werde ich euch jetzt nicht sagen, was ihr falsch gemacht habt, weil dann wisst ihr ja gleich schon, was ich falsch mache. Von daher fangen wir jetzt erstmal an. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen Brötchen aufbacken hier drin. Ich benutze dafür die Silikonform und das Aufbackgitter. Und wie man Brötchen richtig aufbackt, verlinke ich euch in dem Video. Aber hier habe ich eigentlich das Ergebnis, dass ich nicht weiß, wie die Brötchen werden, aber ich weiß, wie die Silikonform wird. Von daher mache ich das jetzt mal da rein. So, die Brötchen sind drin, wir warten jetzt ein paar Minuten und dann können wir hoffentlich gleich frühstücken mit frisch aufgebackenen Brötchen. Sind die Brötchen denn schon fertig? Ich wollte gerade reingucken. Ja, du, die sehen gut aus. Ja. Oh, die sind aber heiß. Ah, super, danke schön. Ich habe zu danken. Du hast Hunger, ne? Ja. Du hast Hunger. Ganz schön heiß. Riecht aber ein bisschen. Ja. Die sind aber ganz gut, die fühlen sich auch gut an. Ja, gut sehen sie auf jeden Fall aus. Guck mal. Guck mal, wie meine Silikonform aussieht. Was ist das denn? Was hast du denn da gemacht? Das kann nur ein Herstellerfehler sein. Oh, dann schreibt er mal lieber für Reifen mein Klo an. Vielleicht haben die da einen Tipp. Meinst du? Ja, was ist falsch gelaufen? Ganz einfach. Hohe Flamme bei Silikonform mit Aufbackgitter und Brötchen, der absolute Tod für eure Silikonform. Wenn ihr euch das Brötchenvideo anguckt, dann sage ich auch bitte kleine Flamme benutzen, dann könnt ihr auch das Aufbackgitter Silikonform benutzen, um die Brötchen aufzubacken. Aber hier große Flamme, absolutes No-Go, ihr zerstört dadurch eure Silikonform. Oh, hast du dich verzogen? Ja, war ein bisschen. Die Sonne kommt da gerade ein bisschen windig. Ah, super. Super, hast Kuchen gemacht. Ich habe den Teig schon mal vorbereitet. Ja, das hast du total cool gemacht. Dann brauche ich das gleich nicht machen, weil ich finde es ein bisschen warm im Wohnmobil. Bisschen. Aber dann kriegen wir gleich richtig leckeren Kuchen. Und der Frank macht uns noch einen Kaffee. Hoffe ich ja mal. Passt ja perfekt zum Kuchen. Was für einen Kuchen hast du gemacht? Ein Zitronenkuchen. Mmh, ich liebe Zitronenkuchen. Zitronenkuchen geht immer. Der Teig war auch schon sehr lecker. Gibt's ja nicht. Probieren muss man doch. Okay, wenn du meinst. Ja, ich hoffe dann. Also Kuchen solltet ihr auch immer in der Silikonform machen.
Habe ich ja auch schon ein paar Mal gepredigt und bei jedem Kuchen predige ich das. Und warum? Damit der Kuchen nicht so dunkel wird. Mit der Silikonform bleibt er einfach heller. Und die Backform, egal ob ihr jetzt die Anti-Haft-beschichtete habt oder die unbeschichtete, die ist einfach viel zu heiß. Und dann brennt dir der Kuchen an. Und man kriegt natürlich viel besser raus. Das ist natürlich nochmal ein super, super Vorteil. So. Wie die Kleinkinder. Bitteschön. Bitteschön. Hat denn gut geklappt mit deinem Kuchen? Ich hoffe doch. Du willst Teig machen und so? Hast du jetzt Zutaten gefunden da drin? Ja. Okay. Nur ich habe das den Handrührgerät leider zu früh rausgehoben. Okay. Ja. Überall Teig. Auch an mir. Timer auf 35 Minuten. Bei Kuchen solltet ihr auch immer nach 35 Minuten ungefähr eine Stichprobe machen. Macht bitte auch vorher den Deckel nicht auf, weil das reicht nämlich auf jeden Fall. Und? Wie weit ist denn der Kuchen? Durch. Der hat auch eine schöne Farbe. Guck mal. Ja, schön. Nee, sieht lecker aus, oder? Ja. Ja. Oben sieht er gut aus. Ja. Wir werden den jetzt einmal. Nee, ich soll erst das in den Deckel machen, hat man mir gesagt. Okay. Und weil dann kriegt man den besser raus. Oder auf dem Teller? Auf dem Teller, glaube ich, war das. So war das? Ich glaube ja. Oh. Oh, was hast du denn gemacht? Das ist ja ein Reifen. Ich weiß nicht. Guck dir mal die Silikonform an. Wie hast du denn das gemacht? Ich weiß nicht. Ich habe doch den Kuchen genauso gebacken, wie im Internet stand. Ja, ich würde mal sagen, die Silikonform ist hin. Woran lag es? Unterteil vergessen. Das ist echt ein sehr, sehr spezieller Fehler, der immer wieder gemacht wird, der auch mittlerweile vielen alten Hasen passiert, auch welche, die ständig Erfahrung haben mit dem Omnia, die vergessen mal das Unterteil. Ne? Schönen Grüß an die Ingrid. Ich glaube, die hat es auch geschafft, ihr das Unterteil vergessen. Unterteil vergessen hat zur Folge, eure Silikonform ist absolut hin. Bitte niemals das Unterteil vergessen. Ja, Experiment gelungen, würde ich mal sagen. Silikonform kaputt. Ja, was ist hier passiert? Ganz einfach. Große Flamme mit der Silikonform und so lange ist eure Silikonform absolut hin. Das passiert nicht nur bei Kuchen, das passiert auch bei herzhaften Sachen. Hohe Flamme auf Dauer mit der Silikonform und ich kann euch sagen, ihr habt so ein Exemplar, wie ich euch am Anfang gezeigt habe, eure Silikonform schmilzt. Und es ist völlig egal, welche Silikonform ihr habt. Ob die rote, die beige oder auch die rostbraune. Keine Flamme, keine große Flamme auf dem Gaskocher, wenn ihr die Silikonform benutzt und dann auch nicht so lange, im Höchstfall 3 bis 5 Minuten. Ja, mein Fazit zu dem ganzen Test. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich euch mit dem Test sagen wollte, nämlich, dass ihr das nicht machen sollt. Aber manchmal ist es nur sinnvoll, die Sachen halt mal extrem so darzustellen, damit es wirklich verstanden wird. Ich habe ja in dem Silikonvideo schon mal darauf Bezug genommen, dass immer die kleine Flamme benutzt werden soll, dass nicht zu auf Dauer die große Flamme bei der Silikonform benutzt werden soll, weil ihr damit Beschädigungen macht. Jetzt habe ich extra extreme Tests gemacht, um euch zu zeigen, was passieren kann und dass es echt euer Eigenverschulden ist. In dem Fall wie der erste Test, wo ich das mit den Brötchen gemacht habe, auf großer Flamme. Das hat natürlich, die klebt völlig, das hat natürlich hier das Problem noch mal unterstützt, weil halt das Aufbaugitter drin war und die große Flamme benutzt wurde. Das darf man nicht vergessen, man darf es halt nicht vertauschen mit der kleinen Flamme. Die
große Flamme in Verbindung mit dem Aufbackgitter, das heißt, es konnte sich ganz viel heiße Luft da unten sammeln, hat natürlich enorme Schäden gebracht. Deswegen solltet ihr Brötchen auch nicht auf große Flamme machen, vor allen Dingen, wenn ihr die Silikonform benutzt, bitte im Höchstfall 5 Minuten auf hoher Flamme und danach dreht ihr runter. Ja, das war natürlich der Obergau, das war natürlich das vergessene Unterteil. Wenn ihr das Unterteil vergesst, dann garantiere ich euch schon nach kurzer Zeit Beschädigungen, mindestens in dem Ausmaße und vielleicht noch so, aber kann auch schlimmer sein. Kommt immer darauf an, wie lange ihr das halt drauf habt und welchen Gaskocher ihr verwendet. Ja, der Test gerade auf dem Kadag, auf dem extrem starken Kocher, war, dass es halt minimale Beschädigungen gibt. Das heißt, sie hat sich jetzt nur lila gefärbt, sind aber schon Beschädigungen. Also wenn ihr schon solche Beschädigungen habt, auch wenn es schon dunkel ist, beim Dunklen würde ich sagen, benutzt sie weiter, beim Lilanen wäre ich echt vorsichtig, weil das ist schon echt extrem dünn. Das kann man wirklich schon leicht durchbiegen, aber das macht halt eure Silikonform kaputt und das ist Eigenverschulden. Da kann keiner was machen, weder der Händler noch der Hersteller noch sonst was. Da habt ihr keinen Anspruch auf Umtausch oder Reklamation. Und mich dann auch leider zu fragen, gib mir doch mal bitte Tipps, wie ich dann einen Umtausch durchkriege, muss ich euch echt sagen, da bin ich raus. Da bin ich raus, weil ich Eigenverschulden echt nicht unterstütze. Und wenn ihr das ganz normal benutzt, die Silikonform, das heißt mit kleiner Flamme und ja, bitte auch nicht das Gitter da drunter machen, das kann auch zu Beschädigungen führen, dann habt ihr ganz, ganz lange Spaß damit. Und ich habe wirklich meine ersten Silikonformen, die habe ich mittlerweile schon 7 Jahre, nicht stimmt gar nicht, 5 Jahre, die kamen ja erst 2017 raus. Und auch die roten oder die rostbraunen und die beigen, die habe ich auch noch alle und keine Beschädigungen. Ja, von daher möchte ich euch eigentlich nur bitten, kleine Flamme bis mittlere Flamme und im allerhöchstfall 5 Minuten auf hoher Flamme und dann kriegt ihr das auch hin mit der Silikonform. Bei Fragen könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, beantworte ich sehr gerne oder wenn irgendwas nicht klar war, beantworte ich auch sehr gerne. Dafür ist die Kommentarfunktion. Ihr könnt auch gerne mal reinschreiben, ob ihr so ein Exemplar auch schon hinbekommen habt und ja, vielleicht auch mal, ob ihr diesen Extremtest ganz praktisch fandet für euch zum Anschauen, weil dann gucken wir mal, was wir nächstes Mal machen können. In dem Sinne, schaut euch ruhig unsere anderen Videos an. Ihr findet hier Videos von der Silikonform, da oben noch ein Video und da unten das Logo. Und dann klappt es vielleicht auch mit dem ganzen Zubehör. Und ich brauche euch nicht mehr sagen, dass das Eigenverschulden ist. Von daher, bis zum nächsten Video.